So, 35, 39, 35, 35 Teilzeit. Nee. Ich glaube, wir müssen neue Leute suchen. Hier haben wir alles, was gut war, schon rausgesucht. Wobei, hier haben wir noch einen. Vollzeit, keine Reinigungsschichten. 39, aber 39 ist so teuer. Ja, wie viel Uhr haben wir dann? Die haben bis 17 Uhr auf. Bringt nichts, da jetzt anzurufen. Wir haben unseren Blumenladen, wir haben unseren Juwelenladen und wir haben unseren Giftjob, also unseren Geschenkeladen. Alles in einer Straße nebeneinander. Und guckt euch mal an. Haben die das Haus renoviert? Das sah doch eben noch ganz anders aus. Und dann so ein großes Billboard da an der. Also die sagen, da, der Laden ist zu verkaufen und wenn ich hier drauf gucke und dann ist der Laden schon besetzt. Das ist doch doof. Weil nichts wäre cooler, wenn wir den auch noch hätten. So, ja, das Blumenparadies hat keine Öffnungszeiten, weil das Blumenparadies hat kein Personal. Aber ich denke, wir werden uns da morgen selber mal reinstellen. Dann haben wir auch was zu tun. Es sei denn, es geht irgendwo wieder das Lager aus. Und so langsam sollten wir uns, glaube ich, auch mal um Personalchefs bemühen. Boah. Beinahe wäre ich mal reingefahren hier. Ja, aber ich habe 31.000. Und damit bin ich schon reicher als noch vor ein paar Tagen. Also Nordplay will unbedingt, dass die Nachbarin Wasserrohrbruch hat. Holla, die Waldfee. So, wir essen mal was und ich trinke mal was. Brüst euch Nordplay. Noch schnell 2 Stunden zocken und dann ab ins Bettchen. Bis morgens um 8. Okay, ist fast 9. Also das wäre makaber gewesen, vom Rettungswagen überfahren zu werden. Miep. Ach so, ist rot. Ich drängel immer so gern. Komm, fahr, fahr. Ich habe übrigens auch rausgekriegt. Dieser ist hier nicht immer der teuerste, diese Metro. Großhändler. Ich habe in meinem privaten Spiel Burger gebraucht und die waren bei dem Metro, also bei der Metro waren die billiger wie bei dem anderen. Verstehe ich zwar nicht, aber war so. Okay, wir übernehmen die Kasse und ja, weiß ich. Und machen das Blumenparadies einfach mal übers Wochenende auf. Ab 10 Uhr. Hört sich doch ganz gut an.
So, bis wir Personal finden. Das ist das, was ich meinte. So viel kaufen die nicht, wenn sie in dem anderen Laden kaufen. Weil dort entscheiden die sich zwischen Geschenken oder Blumen. Alle, die hier reinkommen, wollen Blumen. Das gefällt mir. Das können wir so lassen. Dann können wir den Preis mal anheben. Schauen wir mal. 25% Preisaufschlag oder so. Nee, was waren das jetzt? 10%. Also noch meckert keiner. Also beim einen waren es 10% und beim anderen war. Ich muss gerade nochmal gucken. Ich bin jetzt so verwirrt. Also hier haben wir 5er drauf gekloppt und hier haben wir 10% draufgeschlagen bei den teuren. Wir können doch mal mit 5 probieren. Bis hier einer meckert und sagt, ist zu teuer, bezahle ich nicht. Meckert aber keiner. So, wir können mal schnell in den Innenarchitekten gehen und mal gucken, wo wir hier unseren Eingang haben. Das ist schlecht. Wenn die Schlange zu lang wird, wollen die raus auf die Straße. Wir ziehen das mal ein bisschen weiter vor, dass es kein Problem gibt. So, die Arbeitszeit ist rum. Die Regale sind leer. Wir haben noch 29 teure Blumen und wir haben noch 85 preiswerte Blumen. Ich hoffe, das reicht noch für nächsten Tag. Wobei, wir können auch einfach hier beim Joe mal einen Hotdog essen und mal ein Getränk kaufen. Ja, bei dem meckern sie auch rum. So, dann halten wir ein bisschen länger durch und dann könnten wir jetzt noch. Oh, die Zeit rennt. Das schaffen wir nicht, oder? Bis 20 Uhr. Moinsen, Lutmessi und Servus Martin. Und hallo Jockel, warst du nicht schon da? Bin gerade am Überlegen. Ja, so. Hallo, Mikano Gamer. Wie gesagt, ich hatte keine Zeit mehr. Es wird schon gedrängelt. So, kriegen wir das hin, da noch reinzukommen? Ich hätte im Auto reinfahren sollen, nicht Nase. So, jetzt aber. Papiertüten haben wir im Blumenladen. Ja, das. Ah, war Gruß an. Blutmessi. So, teure Blumen. Wir kaufen zwei billige Blumen. Und ab geht's. Die wollen ja Feierabend machen. Wir drücken mal Shift, dass wir hier mal schneller rennen in dem Laden. Das Auto mitbringen sollen. In einem Drive-In das Auto draußen zu parken, ist halt auch. Jetzt haben wir schon drei Sackkarren, oder? Komm, eine weg davon. Hat keiner gesehen.
Ich bin so happy, dass wir es geschafft haben, da unten aus dem Loch rauszukommen. Die Parkbank war viel zu hart. Oh, grün. Sackkarren packe ich prinzipiell ein. Ah, eiferst du mir nach, Martin? So, Fahrzeug parken. Dann holen wir uns hier die Sackkarre raus. Das hier raus. Und dann bringen wir das mal zu dem Laden. Und dann bringen wir noch die Boxen, die wir haben, zum Juwelier. Hier drin ist nämlich keine musikalische Untermalung. Ja, also ich habe gesehen, dass die frei sind und dann habe ich sofort zugeschlagen, wenn die frei waren. Weil, also ich meine, besser geht's nicht. Und die haben auch gute Werte. Also das ist ja der Witz. Wenn ich mir hier meine drei Läden angucke. Das war die falsche Taste. So, wenn ich mir hier meine drei Läden angucke. 42er Wert. 38er Wert, das ist sogar noch schlecht. Und ein 42er Wert. Und der in der Mitte, den ich gern gehabt hätte, auch noch, der hat halt nur einen 37er. Das ist der schlechteste von denen. Der hier wäre natürlich noch besser. Der hat einen 48er Wert. Aber hey, man kann halt nicht alles haben, ne? Und der hier, der ist natürlich, aber das ist halt Personalvermittlung. Die werden wir da nicht rauskriegen. Nee, ich habe noch einen Blumenladen aufgemacht. Also, ich habe gesehen... Ja, Moment, ich steige nochmal aus. Ich habe gesehen, hier hatten wir unseren Laden, der war frei. Also dieser Juwelenladen, der war ja frei. Dann war hier ein Laden drin für Blumen und hier ein Laden drin ebenfalls für Blumen. Und auf einmal waren die beide leerstehend. Und dann wollte ich den hier mieten. Und dann hieß aber, da ist schon Joeys Hot Dogs drin. Aber das wird von außen nicht angezeigt. Und dann habe ich gesagt, der ist eh besser. Und der war noch frei. Und dann habe ich den gemietet und habe einen Blumenladen reingemacht. Jetzt habe ich hier drei Läden nebeneinander. Aber ich glaube, ich muss hier das Schild nochmal anpassen. Ich hätte das gern wie beim Giftladen. Also beim Geschenkeladen. So. Ja, dieses große Werbebillboard macht die ganze Atmosphäre kaputt. Das überstrahlt alles so hell. Und der Juwelier, das ist auch so ein Problem. Also ich habe jetzt nochmal Juwelen gekauft, preisgünstiger. Wir hatten ja gestern 9.800 Dollar dafür bezahlt. Heute gab es die für 7.500, da habe ich einfach nochmal einen Pack gekauft. Webdesign, ja. Also ich habe alles schon mal versucht hier im Spiel. Ich spiele das ja seit der Beta 6. Nur jetzt ist es halt released. Im Early Access. Autsch. Fahr mir doch nicht über den Fuß. Mann. Also ich denke, wir werden auch bald Büros aufmachen. Ich meine, wir haben so viel Geld und wir kriegen immer mehr Geld, dass wir immer mehr Geld ausgeben müssen, damit wir nicht... Also du verstehst. Und deshalb wird es zwangsläufig rauslaufen, dass wir auch bald Büros eröffnen. So ein Anwalt und so ein Webdesign... Die laufen an sich auch ganz gut. Das ist vielleicht ein bisschen lang. 2 Stunden reichen. Wann machen wir morgen den Laden auf? Hab schon wieder vergessen.
Wir haben ja noch keinen Mitarbeiter, da muss ich mich ja selber noch drum kümmern, um 10. Ja, können wir nicht bis 11 schlafen, wenn wir um 10 Uhr aufmachen, dann schlafen wir bis 8. Nee, Gewinn macht der noch nicht, weil ich jetzt mit einem geringen Minus die teuren Juwelen abverkaufe und dann die billigen für den gleichen Preis. Und dann gleicht sich das Ganze aus. Also sogenannte Mischkalkulation. Ein bisschen frei interpretiert. Geht das? Geht. Und rein da. Wann habe ich gesagt, machen wir auf? Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, echt. 10. Dann hätten wir sogar noch Zeit aufzufüllen. Dann sieht das ein bisschen schöner aus hier. Es gibt einen neuen Knopf, Add Item Storage, habe ich auch noch nicht gesehen. So, dann lassen wir mal laufen das Ding. Mal gucken, wie viele kommen. Ich suche noch eine gute Position, wo wir was sehen. Ja, also ich suche gerade halt noch Personal. Also eigentlich müsste ich mal, am Montag muss ich die Personaldienstleister anrufen und muss sagen, schickt mir mal wieder Bewerbung zu. Was? Teures Geschenk geht aus, das ist aber nicht gut. Ich bin ja echt gespannt, wenn wir es erstmal Steuern zahlen müssen. Und ob ich die bezahlen kann. 30% schon habe ich hier. Ah. Den Song mag ich. Keine Ahnung warum. Der nimmt mich voll mit. Aber die kaufen ganz schön gut ein bei mir, also mein lieber Mann. Guck mal, wie viele Leute da kommen. Das ist doch nicht mehr normal. Wir mussten schon nachfüllen. Was habe ich mit dem Laden gemacht? Wir hatten gestern 32 Kunden und heute waren es definitiv mehr. Irre. Ja gut, die Sauberkeit lässt gerade zu wünschen übrig, aber ich meine, gut, wir haben den 42% Werbungsindex, da können wir mit Marketing auf 92% hoch. Und wenn wir hier wieder sauber machen und gescheites Personal einstellen, dann haben wir hier auch einen ganz guten Wert. Also ich denke einfach, die Leute mögen meinen Laden, auch weil wir alles schon so umdesignt haben. Aber wir brauchen jetzt definitiv Personal. Oh. Habe ich hier etwa. Ah ne, weil ich die als Kontakt habe, kann ich die anrufen. Ja gut, aber nicht am Sonntag um 18 Uhr. So, mal flott durchputzen. Noch haben wir ja keine Putzkraft. Ja, das ist gerade auch, wenn du drei Geschäfte hast mit unterschiedlichen Öffnungszeiten, wirst du ein bisschen Kirre im Kopf. Braucht dringend Management. Das geht nicht mehr allein. Sagt der, der vor 2 Jahren noch auf der Parkbank gelebt hat. Das ist halt auch das Krasse. Dieser. Oh, ja, genau.
Mein Trommelfell und euer Trommelfell ist noch in Ordnung, hoffe ich. So, 19 Uhr. Wir haben Hunger. Wir können eigentlich nicht weitermachen. Da könnten wir mal Pizza essen gehen. Ich war zuerst da. Ich war zuerst... Das darf nicht wahr sein. Die zwei drängeln sich vor. Ich hab's eilig, Mann. Nee, ich will das nächste Business aufziehen. Wir haben schon wieder 46.000 und ich muss die Lager füllen. Ja, ist ja gut. Ich habe hoffentlich nicht die leere Tüte eingeladen. Doch, habe ich. Wir schaffen es nicht. Ich komme heute nicht mehr zum Großhändler. Also fahren wir nach Hause, schlafen früh, stehen früh auf und dann fangen wir an rumzutelefonieren. Ich will halt auch nicht liefern lassen. Es kommt auf das Geschäft an, was du betreibst, und auf die Kosten vom Personal und auf die Werbung und den Zustand von deinem Laden und die Lage von deinem Laden und... Also mein Geschenkeladen, der hat 24 Stunden auf. Der macht 5.700 Gewinn. Es mag jetzt sein, dass es nicht nach viel klingt, aber ich habe auch andere Spieleeinstellungen wie die meisten. Ich spiele auf extrem Hardcore. Und da ist 24 Stunden Öffnung, das funktioniert schon. Ich warte eigentlich immer 10 Tage auf Bewerbung. Blutmessi. Das ist ja das Ding. Das ist die billigste Alternative, Leute einzustellen. Und ich stelle die ja immer für mehrere Geschäfte ein. Also... Wenn ich suche, suche ich ja auch nicht für ein Geschäft, sondern für alle. Flatrate schreibt Hallo, Hello und Holla. Ungewohnt von dir. Moinsen, Flatty. So, wir schlafen mal bis 6 Uhr. Nee, zu lang. Doch, geht. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir Lieferverträge machen sollen. Haben die mittlerweile auf? Die machen um 6 Uhr auf. Das ist auch neu. Sonst war es immer 8 Uhr. Ja, ihr könnt helfen. Wir brauchen für das Blumenparadies. Sage ich jetzt einfach mal. Moment, das ist der falsche. Ablehnen. Das hier ist der, den ich will. Ja, der macht um 8 auf. Ich wusste es doch. Grün. Bleib bloß grün. So, wann macht denn der Bunker hier auf? Gegen die Laterne fahre ich auch gern. In 2 Stunden machen die erst auf. Acht. Für Falschparken gibt es schon Strafzettel. Für Speeding wird es Strafzettel geben. Und für Unfälle wirst du Kosten übernehmen müssen vom Unfall. Also Reparaturkosten des Gegners sozusagen. Was brauchen wir denn? Es fehlen teure Geschenke. Ach komm, ich guck hier. Da mich darauf zu verlassen, bringt ja nichts. Die sagen mir nicht, was noch alles fehlt. Also teure Geschenke sind definitiv leer. Teure Geschenke, preiswerte Geschenke brauchen wir und... Das war's. Teure Geschenke, preiswerte Geschenke.
Vielen Dank erst nochmal an Mikano Gamer für sein Follow und an WLAN-Kabel 69. Vielen Dank für dein Follow. Das hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich kapiert habe, was es heißt. WLAN-Kabel, ja. Leere Papiertüte, einmal. Kann ich die... Das muss ich mal ausprobieren. Das muss, die Papiertüte behalten macht. Die muss ich muss was ausprobieren. So, teure Blumen. Nein, nicht Blumen, Blumen. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Nein, nicht weg. Das hier muss weg. Geschenke. Nicht Blumen. Der Laden hat 24 Stunden auf und hat jetzt keine Blumen mehr, die die Käufer abziehen. Wir packen mal 4 Kisten von beidem rein. Da können sie mal eine Zeit lang verkaufen. Es gibt übrigens noch einen Tipp, den ich mal raushauen kann. Habe ich auch nicht dran gedacht, das mal im Outdoor-Tutorial zu erwähnen. Also ich glaube, ich muss noch einiges nachlegen bei den YouTube-Tutorials zum Spiel. Wenn man im Auto sitzt und die C-Taste drückt, kann man nach hinten gucken. Shit! Der hat so gut gelenkt. Ich wollte da schön drumrum. Sorry. Schicken Sie die Rechnung. Mein Anwalt bezahlt. Shit, fahr schneller. Mein Laden ist auf. Sackkarre 1212. Da rein. Da rein, dann wird hier draußen sowieso automatisch aufgefüllt nochmal. Wenn es da ist, Sackkarre wieder hier rein. Dann müssen. Nein! Dann müssen wir hier rein. Und sofort über die Kasse übernehmen hier. Wieder Vorrat und ist ausgegangen. Ich habe doch gerade aufgefüllt. Teure Geschenke haben wir doch gerade aufgefüllt. Es müsste doch weggehen. Bin gleich wieder da. Muss gerade mal im Nachbarladen gucken. Läuft was nicht. Ist doch aufgefüllt. Ich weiß überhaupt nicht, was die wollen. Das ist doch aufgefüllt. Mann, immer das Gleiche. So, kauft. Kauft Blumen. Es gibt nichts Schöneres wie Blumen. Oh shit, wir haben nichts mehr zu essen. Machen wir langsamer. Kleinen Moment, wir müssen gerade mal zum Nachbarn was zu essen holen. Ey, Hotdog, jetzt. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. So, kommt, kauft, alles gut. Es wird Zeit, dass wir Personal kriegen. Ich wollte auch anrufen. Wo haben wir denn, wo haben wir denn Kontakte hier anrufen? Nein, die haben 5 Minuten zu. Ich habe heute ein Timing.
Einmal mit Profis. So, was haben wir hier? Das sind teure Blumen, oder? Packen wir erstmal die da rein, dann sind die weg. Nehmen wir die 25 teure Blumen, bleiben wahrscheinlich vier übrig. Ja, sag ich doch. Der Blumenladen ist ein Hotdog-Laden geworden. Der Blumenladen hat aufgegeben, deshalb habe ich hier direkt einen Blumenladen aufgemacht. Ich habe gesagt, wenn der zumacht, mache ich auf. Und es hat sich ja, wie es aussieht, auch gerechnet. Der Laden macht ja Plus.